Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um die P250 Top 10 Skins. Ich fange wie immer beim 10. Platz an und gehe dann durch bis vor zum 1. Let's go! Ein Ei, 4 Zigaretten, eine Ibuprofen und dann kommt Bier ins Spiel. Auf meinem 10. Platz liegt die P250 Red Rock für 6,50 € zu erhalten in FT. Wenn ihr auf Skinbaron noch ein bisschen genauer rumschaut, findet ihr sicherlich auch noch bessere Angebote. Auf dem 9. Platz liegt die P250 Cybershell, die ist bereits für 33 Cent zu erhalten und ist ein sehr, sehr chilliger Skin. Weiter geht's mit der X-Ray für 50 Cent zu haben. Türkis, lecker. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ihr richtig krass in diese Loadout-Videos reinjallert, also weißes Loadout oder schwarz-weißes Loadout, grünes Loadout und so weiter und so fort. Freut mich sehr. Platz Nummer 8, die Mandy. Sehr schön detailreich bezeichnet. Lecky schmecky. Man muss aber auch ein bisschen was hinlegen. 16 € kostet das Teil in FT. Das ist schon ein stolzer Preis. Aber ja, ich finde, man hat da noch einiges dafür, wenn man eben darauf Wert legt, so einen detailreichen Skin zu haben. Auf dem 6. Platz kommt eine alte Bekannte, zumindest von mir, und zwar die Supernova. Diesen Skin habe ich schon ewig. Den habe ich ganz, ganz, ganz früh geschenkt bekommen. In einem Stream oder über den Stream und habe sie ganz, ganz lange auch gespielt. Ich meine auch mit StatTrak. Mega geiles Teil. Die Supernova ist ab 60 Cent NFT erhältlich. Die P250 Franklin liegt auf meinem 5. Platz für 1,35 € in FT. Auf meinem 4. Platz liegt die P250 Asimov, erhältlich ab 4,28 €. Ich denke, der Preis geht noch klar, gerade eben für Asimov-Fans, die sich da vielleicht ein ganzes Inventory anlegen wollen mit allen Asimov-Skins. Jetzt folgen dann wieder die vorderen drei Plätze. Hier könnt ihr auch gerne wieder mitraten, was da bei mir wohl liegen wird. Ich lasse euch kurz Zeit. So, das muss reichen. Auf dem Platz Nummer 3 liegt bei mir die P250 Inferno. Diese grünen Kletterpflanzenranken, sehr, sehr schön. Einfach nice und die Waffe strahlt so eine gewisse Ruhe aus, finde ich. In FT für 64 Cent erhältlich, da kann man sich nicht beschweren. Die nächste Waffe, die auf meinem 2. Platz liegt, ist die P250 Visions und die ist ja noch recht, na gut, noch recht frisch, ist ja eigentlich fast übertrieben aus der Recoil Collection. Aber trotzdem, das ist auch ein Skin, den man irgendwie ganz, ganz selten sieht. Ich glaube, ich habe sie noch nie im Game gesehen. Aber er ist sehr, sehr nice. Also wirklich nice. Die Recoil Connection ist, glaube ich, vor ungefähr einem Jahr erschienen. Preislich übrigens bei 5,34 €. Wir gehen jetzt dann vor auf den 1. Platz. Was mag da wohl liegen? Na sicher, die P250 See You Later Alligator. Top Banger. All the time. Bin halt auch ein Grün-Fan. 4,54 €. Das wäre es dann soweit. Schon wieder gewesen, wir lösen noch ein YouTube-Giveaway auf und machen ein neues. Es gab ja in diesem Daily Skins-Video ein AWP Fever Dream für euch. Man musste, glaube ich, nur schreiben, was der größte Gewinn war, den man bis jetzt so eingefahren hat. Ich lausche mal rein. Du schreibst einfach von deinem besten Gamble-Erlebnis bzw. deinem besten Win, den du jemals eingefahren hast. Okay, so, Dele, wir sind wieder im YouTube-Comment-Picker. Es ist bereits alles eingestellt. 44 Kommentare, vielen Dank dafür und let's go! Denkt dran, der Gewinner muss über seinen Gamble-Luck schreiben. Scholli, habe ein paar Kisten aufgemacht und in einer habe ich meinen Doppler gezogen. Wow, das ist nice. Denke, dass ich wahrscheinlich mein Gamble-Glück schon ausgereizt habe. Das klingt wirklich so, das ist krass. Doppler, holy shit. Somit, The Scholli, hast du gewonnen? Zwei Sachen musst du jetzt machen. Bitte einmal unter diesem Video schreiben, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und du fügst bitte in deine Kanalinfo, wie bereits geschehen, sehr schön, deinen Trade-Link ein. Also musst du nur noch hier unter dem Video schreiben, hey, ich habe mitbekommen, dass ich gewonnen habe. Mega cool. Und dann schicke ich dir das Teil rüber. Und natürlich ballern wir jetzt auch noch ein neues Giveaway hinterher. Nur leider ist der Trade-Account bei mir gerade down. Ich muss mich kurz umloggen. So, und zwar gibt es hier jetzt für euch eine Mac 7 Justice zu gewinnen. Um die zu gewinnen, schreibt ihr einfach Folgendes, und zwar: Über die Pistolenrunden würde ich gerne von euch wissen, wie gern ihr sie spielt. Also First Round bei CT, First Round bei T, aber auch zwischendrin halt, wenn man eine Eco spielt. Wie gerne spielst du diese Pistolenrunden? Hast du da Bock drauf oder sagst du, ich bin immer froh, wenn sie vorbei sind und ich dann halt normal einkaufen kann? Das ist eben die Gewinnphrase, um dann hier mitmachen zu können. So, Dele. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Man merkt, ich habe gerade den Account gewechselt, weil ich nicht von außen auf ihn zugreifen konnte, um die Skins halt zu zeigen. Musste ich jetzt umloggen. Das ist übrigens mein 3. Account, mein Trade-Account. Hier liegen die ganzen Sachen auch von den Twitch-Giveaways rum, also wie die Gloves und so weiter und so fort. Also wer leckere Glöffchen gewinnen möchte oder Knife oder sonstiges, kommt einfach auf Twitch in die Streams. Dort werden die richtig dicken Sachen rausgehauen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Macht's gut. Danke für die Kommentare, für die Likes und fürs Zusehen. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.